Hey ihr kleinen Spoilerchen, willkommen zurück zu Very Little Nightmares. Ja, ich wurde jetzt leider in den Kommentaren mehrfach gespoilert, was es mit diesem kleinen Persönchen hier auf sich hat. Mutmaßlich Six. Finde ich nicht so cool, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, es selber rauszukriegen, aber User-Kommentare im Internet sind halt immer so eine Sache. Na gut, soll mir jetzt nicht meinen Spaß schmälern, ich werde jetzt nichts dazu sagen. Auch die Leute, die es jetzt nicht gelesen haben, die Kommentare, lest die Kommentare nicht. Da sind Spoiler drin. Finde ich uncool, aber gut. Oh nein! Was zum Geier? Oh, das ist ja lebensgefährlich. Also, eigentlich überall lebensgefährlich hier. Alles klar. Oh Mann. Was ist das denn hier? Komm ich da irgendwo runter? Über die Kartons? Nee, über dieses Rohr. Ah, ich finde das so cool. Wow. Das ist echt hübsch gemacht hier. Ich traue mich jetzt gar nicht durch die Türen zu gehen. Am Ende sitzt da wieder dieser komische Alte oder dieser schwebende Butler, was auch immer das ist. Was ist denn hier los? Okay. Aha. Oh. Kann ich alles einschalten? Ting. Jetzt vielleicht den Hebel und dann brutzelt schon so schön. Wow. Okay, das hat mich getötet. Warum tötet mich hier einfach alles? Das ist so gemein. Ah. Was haben wir hier noch? Ist da noch? Ist eine Klappe. Für so einen Kohleschacht. Nee. Müllschacht? Wohl eher. Aber ich bin so klein. Ich komme da nicht ran. Nee, warte mal, was liegt denn hier? Ist da was? Liegt da was drauf? Nee, ich dachte, da liegt was. Gut, wir gehen mal hier rein, gucken, was da ist. Oh mein Gott. Killt mich da irgendwas wieder, wenn ich in die Dunkelheit gehe? Ich muss auf jeden Fall da oben, da ist eine Lampe vor dem Loch. Kann ich da irgendwo hochklettern? Ah, guck mal. An, aus, aus, an. Jetzt haben wir es doch. Das ist die Kombination. Aber was knarzt da schon wieder so komisch? Was gurgelt da sich ein zurecht? Ach, unheimlich. Okay, machen wir das hier an. So. Und das an. Ich hoffe, jetzt sterbe ich nicht wieder. Vielleicht heißt ja auch X, ich soll es oben lassen. Okay, das war falsch. Da sind es doch die anderen beiden. Ah. Zum Glück haben wir ja mehrere Versuche, stelle ich mal vor, ihr hättet nur ein Leben für das Spiel. Das wäre sehr lustig. Ding. So, bitte nicht sterben. Was? Warum? Warum sterbe ich denn schon wieder? Darf ich den Hebel vielleicht einfach nicht bewegen? Ich guck nochmal. Das war doch richtig, oder? Ja. Kreis, XX, Kreis. Ich meine, wenn Kreis bedeutet aus, ist ja nicht so wie XOXO, dass man am Ende eines Briefes setzt oder so. Küsschen drücken, Küsschen drücken. Also gut, dann, vielleicht muss ich das hier öfter bewegen? Warte mal. Jetzt ist ein Kreis. Nee. Hä? Vielleicht lasse ich das jetzt einfach mal so. Und mache nichts mehr. Ich mache jetzt einfach mal nichts mehr. Naja, wir gucken mal, was passiert. Vielleicht geht das Licht jetzt an. Ich meine, der Strom ist ja offensichtlich schon an. Nee. Ist hier noch weiter runter? Hä? Okay, das ist jetzt doof. Wenn ich jetzt den Hebel wieder umlege, bin ich wieder tot, ne? Das ist doch dämlich. Was mache ich denn da? Hier ist noch was. Vielleicht kann ich auch ein paar Stecker rausziehen, einfach. Hier? Nee.
Nee. Geht auch nichts. Oder vielleicht, warte mal. Ha. Es brutzelt halt die ganze Zeit so schlimm. Ich meine, wenn ich jetzt alles einschalte, dann sterbe ich. Und wenn alles aus ist vielleicht, was ist dann? Mal gucken, passiert jetzt hier was? Nö, Eggert, passiert nichts. Oh! Es hat aufgehört zu brutzeln. Na toll, das war gar nicht die Kombination, die ich machen musste. Die drüben an der Wand steht. Okay, jetzt haben wir Licht zumindest. Ärgerlich. Voll ärgerlich. Hat sich jetzt hier was geändert? Oh nein, da oben ist ein Riss in der Wand. Oh nein, da ist ein Riss. Ich hab... Oh nein, ich hab leider das Secret nicht gefunden. Da oben. Oh, es ist ärgerlich. Verdammt, das sehe ich jetzt erst. Jetzt, wo es so heller ist. Oh Mann. Aha, jetzt... Ist das so ein kleines Vieh hinter der Wand wieder? Ah, das war hier. Okay, ja, Wasserverschwendung, das triggert mich auch, aber wir lassen es an. Ist ja nur im Spiel, zum Glück. Okay, wo ist der kleine Kerl hin? Wo versteckst du dich? Bist du hier? Ach, da ist er ja. Hi. Ach, dieses Summen ist halt echt bedrohlich, so ein bisschen. Ist er jetzt hier? Nee. Kleine Mann, wo versteckst du dich? Ich hoffe, ich komme nochmal hoch, aber ich schätze mal eher nicht. Nee. Ich muss den irgendwie da wegkriegen, kann das sein? Warte mal, kann ich jetzt während der Strom ist die Hebel umlegen? Vielleicht kriegt er einen schönen Stromschlag und ich töte ihn damit. Das wäre echt mies. Okay, ich kann den Hebel auch nicht mehr umlegen. Ich mache einfach die Tür zu, wie wär's damit jetzt? Aber warum steht da die Kombination an der Wand, wenn die total sinnlos ist für den Strom? Da hier. Aber ich wette, der kann sich jetzt noch durchquetschen, so klein wie der ist. Hier. Das ist totaler Quatsch. Hey, Kleiner. Komm mal her. Hehehe. Ich wette, der hilft mir jetzt den Kohleschacht zu öffnen oder den Abfallschacht. Hier. Sehr gut. Ne, ich komme nicht mehr rauf. Ach Mist, da oben ist ein Riss in der Wand. Das ist so ärgerlich. Na gut, macht ja nichts. Macht eigentlich schon was. Au! Oh. Ja. Ist das schön hier unten? Oh nein! Nein! Hier gibt's auch wieder so ein Monster. wie das Schuhmonster. Oh Mann, ey. Komm schnell. Lauf, kleines Mädchen. Lauf, lauf, lauf. Oh. Kann ich da hoch? Hier, komm. Hoch, hoch, hoch. Oh nein, 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 nein. Hey, hier kommt's nicht hin. Doch, hier kommt's hin. Scheiße! No. Ihr Widerlichen. Ich glaube nicht, dass es nur eins ist. Ah, da, da, da. Okay. Muss mich erstmal ein bisschen hier eruieren. Nee, nee. So, wir laufen jetzt hier runter. Aha. Ich wette, ich muss da irgendwas dran binden. An diesem Propeller. Warum gibt es hier auch einen Propeller für den Müll? Verstehe ich nicht so ganz. Aber die Musik ist so schön.
Mann, 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 ist das schön hier. Also, das war knapp. Ah, okay. Warte mal, ich muss da irgendwie... Ich muss darüber den Haken festmachen. Das hätte jetzt wahrscheinlich auch sein können, dass der Müll mich erwischt und ich sterbe, ha? Huh? Passiert jetzt was, wenn ich den... Hakt es jetzt... Oh! Okay, es haut dagegen, aber es bringt an sich nichts. Ding. Ich glaube, da passiert einfach nichts, oder? Kann ich da raufklettern? Nein. Ah! Okay, okay, ich verstehe schon. Ah! So. Ne, ich drehe mal andersrum, auch wenn das wahrscheinlich... Ne, das ist Quatsch, das reicht eh nicht. Dann kann ich den Haken auch nicht befestigen, wenn er daran kommt. Ich hoffe nur andererseits, es reicht jetzt von der Entfernung hier, dass ich da hinkomme. Versteht ihr? Oh. Nein, nein, nein! Ihr Widerlichen. So, perfekt. Was auch immer ich damit jetzt... Also gut, ich kann den Weg öffnen, aber... Auch lustig, dass das Vieh immer hinter mir herkommt und nicht irgendwie auf einmal vor mir auftaucht. Das wäre natürlich auch fies. Ich will bitte nicht sterben durch herabfallenden Müll, danke. So, ja. Gut. Das ist aber ganz schön mächtiger Seilzug hier. Die Kron. So, jetzt aber flott. Dreh mal ein bisschen. Ah, wo komme ich jetzt hin, ist die Frage. Nirgends. Nein, 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 nein. Ach, warte mal. Ich muss vielleicht den Rotor... Ah, ich habe eine Idee. Okay, das ist ein mehrstufiges Rätsel. Quietsch, quietsch. So, und jetzt? Schnell da hoch. Und dann drehen wir die Sache nochmal. Alles klar. Ich hoffe, das lässt jetzt auch einfach so los, wenn ich den wieder drehe, den Rotor. Oh ja. So, nu. Was bringt mir das? Gar nichts bringt mir das. Wahrscheinlich muss ich den da oben irgendwie runterschubsen. Komm ich hier rauf? Ja! Hör auf mit dem Schmarrn. Ah. Wenn ich hier raufkäme irgendwie. Ah, okay, okay. Sie macht es halt ganz automatisch von selbst. Gut. Aber da hinten ist aber noch was, oder? Wenn es da oben jetzt rausgeht, eventuell. Ah ne, da komme ich ja her. Ah, Quatsch. Nee, komme ich gar nicht. Ich komme von da. Von dem Müllcontainer. Geht's da jetzt runter wieder? Ich meine, jetzt ist es eh egal. Ich habe schon welche verpasst von diesen Secrets. Oh mein Gott. Ein Paradies für Müllwühler, die mich fressen wollen. Geht's hier weiter? Ne, da geht's wohl wieder rauf. Das ist total verrückt hier. Guck mal, überall da unten sind scharfe Holzsplitter. Soll ich mal runterrutschen? Ah!
Das ist nicht sehr grafisch, aber es ist halt schon sehr brutal, wenn man sich so vorstellt. So als Kind erstmal in so einen riesigen Haufen Holzsplitter reinrutschen, mit dem Gesicht zuerst. Hier ist safe, einigermaßen. Wahrscheinlich hole ich mir ganz tolle Krankheiten dabei, so nebenher. Geht hier was? Nö. Nee, nee. Gut. Gut, gut, gut. Aha. Das macht jetzt was? Guck mal, sogar ein ganzes Flugzeug ist hier. Und hier ist eine Kiste. La 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 la. Spring. Ach, der Koch, den können wir doch auch noch. Mann, Mann, war der eklig. Dieser ekelhafte Koch. So, was mache ich jetzt hier mit? Ich kann die Mülltonnen jetzt rumschieben, wie in so einem Schieberätsel. Sprong. Aber wie gesagt, was habe ich davon? Muss ich die vielleicht hier runterschubsen? Ich frage mich halt echt, was das soll jetzt. Wo sollen die... Müssen die hier raus? Warte mal. Vielleicht mache ich das einfach mal so. Ja, es könnte klappen, was ich davor habe, aber ich weiß halt immer noch nicht, was genau ich da will. So. Wenn ich das da jetzt da rausschubse, was soll das denn? Was bringt das, meine ich? Ah, wir gucken mal. Vielleicht macht es ja irgendwas kaputt jetzt da unten. Oh, ah! Ich kann jetzt hochklettern, clever. Das wusste sie von Anfang an natürlich, dass das so läuft, ne? Natürlich. Oh Gott. Oh nein, sag bloß, ich kann hier sterben, ha? Huh? Nein! Oh. Verdammtes Mühl! Oh nein, oh nein, oh nein, der. Tödlicher Abfall. Oh Mann. Die haben aber auch ein echt beschissenes Müllsystem, ha? Huh? Einfach alles in so einen riesigen Raum werfen. Und da muss ich dann lieber durchwühlen und hoffen, irgendwie zu überleben da drin, indem er einfach Kinder frisst oder was. Oh, Hallöchen. Das hatte ich jetzt von selber auch gesehen. Oha. Happy Birthday. Hey, Kleiner. Was war das jetzt mit dem Brett? Ich meine, hier sehe ich eine Kombination. Da. Mhm. Ich merke mir das am besten jetzt einfach mal links, rechts, rechts, links, Mitte. Ja, die kleinen Männchen und diese Hände, die nach ihnen grabbeln. Oh, da oben, seht mal. Warte mal, die Kiste? Ja. Was sind das hier? Das sind drei X'e. Warte, links, rechts, rechts, links. Ah, das war aber falsch. Ist egal. Das ist egal. Oha. Aha, ein Schneider? Sehe ich das richtig? Ich muss hier durch. Tür werde ich wieder nicht öffnen können. Da hängt ein Kleiderbügel runter. Oh.
ist das denn? Kann ich mit dem die Tür auf eventuell? Hier kann ich hochklettern. Ich kann wahrscheinlich nicht klettern mit dem Bügel, nee. Ja, mach doch die Tür auf, das geht doch. Mädchen. Ha. Ich glaube, ich hänge ihn einfach wieder zurück. Sie ist wohl nicht in der Lage, die Tür damit zu öffnen. Hä? Ich kann doch nicht mehr ablegen jetzt. Was soll denn das? Ah. Jetzt drücke. Oh, vielleicht kriege ich ja den Karton da unten runter. Vielleicht passiert da irgendwas mit. Oh, da ist noch ein Kind. Hey! Oh Mann. Wir sind nicht das einzige Kind, das entkommen ist. Voll gut. Hey, listen. Oh, was war das denn? Sind das Energiezellen? Ah, ich weiß, wo die reingehört. Da ist noch ein Kind. Hallo, Hilfe. Oh Mann. Die armen Kinder, was machen die mit denen? Die fressen die hier, ne? Ihr wisst schon. Wie auf dem Luxusdampfer. Widerliche. Ekelhaft. Hier, plopp. Und jetzt. Was macht das? Ah. Muss ich dem Kind vielleicht helfen, darüber zu klettern? Ich sehe es noch gar nicht. Hey, Kind. Oh, das muss mir jemand helfen, darüber zu klettern. Jetzt kann ich ja hier rauf. Sind das Handtücher oder was? Oder Stoffballen? Das ist auch ein bisschen gefährlich. Ah. Ja, und nur? Na gut. Irgendwas muss hier passieren. Irgendein Kleiderbügel muss jetzt kommen. Ein ganz gewöhnlicher. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich muss bestimmt irgendwas machen. Anschubsen. Irgendwas muss da dranhängen, hä? Wir gucken mal. Lalalala. Klettern ist so toll. Warte. Alles klar, seht ihr. Ja, komm. Ich finde die Animationen so toll. Hup. Und hup. Und hup. Aha. Jetzt kann ich vielleicht daran hochklettern. Aber ich wette, dieses Kind, das hilft uns noch. Oder wir helfen dem Kind irgendwann. Das ist viel zu offensichtlich. So. Kann ich da jetzt hochklettern? Reicht das? Ich meine, ich könnte das nicht, ganz ehrlich. Ah. Mist. Ja, jemand müsste uns jetzt einfach in der Tat helfen und uns hier rüberbringen. Hallo Kind, anderes Mädchen. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwie jetzt hier ranlocken können und sagen, dass wir ihr helfen. Ich gehe nochmal da rein, vielleicht kommt da ja was anderes. Ich schätze auch mal nicht. Schwupps. Hm. Vielleicht hier was mit dem Schacht? Oh. Nee. Hey, listen. Ah, schade. Na gut, wir machen mal Schluss hier bei dieser wunderschönen Kerze. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ich würde mich über Likes und Kommentare freuen. Und ja, dann begrüße ich euch gerne auch wieder zu Very Little Nightmares. Bis dann. Tschüss.